Der 41. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga und es gibt das kleine rheinische Derby. Die Kölner Haie treten an gegen die Krefeld Pinguine. Haie-Coach Peter Dreiseitel konnte aus dem Vollen schöpfen. Personell Rick Aduno wieder mit vielen Verletzten. Köln in den dunklen Trikots, Krefeld in Gelb. Partie läuft seit wenigen Sekunden erst. Und dann kommt Lalonde mit dem Schuss und das Tor für die Haie. 34 Sekunden absolviert. Nordlund will den Puck rausbringen. Dann Lalonde und dann abgefälscht von Kremmer zum 1:0. Keine Chance für Dimitri Petzold, der den Vorzug vor Patrick Klein bekommen hatte. Krefeld versucht, eine schnelle Antwort zu finden. Über Marcel Müller, Dragan Umicevic, einmal, zweimal. Aber kein Problem zunächst für Gustav Westlau, der wieder im Tor stand. Und so geht's ins zweite Drittel. Rick Aduno möchte mehr von seiner Mannschaft sehen. Allerdings zunächst wieder die Gastgeber, die Haie über Thomas. Und da ist Petzold noch dran. Gute Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Allerdings die Partie auf keinem guten Niveau. 2 Minuten vor dem Ende. Umicevic im zweiten Drittel macht er den Ausgleich. Wenn sich Krefeld auf eine Reihe verlassen kann, dann ist es die von Pieter, Müller und Umicevic. Aus dem Nichts heraus der Ausgleich für die Gäste. Und so geht's dann in den letzten Abschnitt. Peter Dreiseitel hofft, dass seine Mannschaft schnell wieder reinfindet. Sie sind in Überzahl. Lalonde, der wird doch nicht. Doch, er trifft durch die Schoner von Petzold. Ausgerechnet Lalonde, möchte man sagen, der zuletzt stark in der Kritik war, auch teilweise nicht gespielt hat. Und heute eine Vorlage, ein Treffer. Köln wieder mit 2:1 vorne. Die letzten Sekunden. Krefeld hat den Torhüter rausgenommen. 6 gegen 5 auf dem Eis. Geht da noch was? Umicevic, Nordlund, der Ausgleich. Was für ein Hammer von Nordlund. 6. Saisontreffer. Umicevic mit dem Auge und dann dieser Hammer von Nordlund. Aber die Partie noch nicht vorbei. Die letzten Sekunden, die allerletzten Sekunden. Köln versucht es nochmal. Köln kommt nochmal vors Tor. Mulock, die Scheibe im Tor. Aber zählt er oder zählt er nicht? Allerletzte Spielsekunde. Hinauski und dann Mulock im zweiten Anlauf. Da bringt er den Puck über die Linie. Aber Sie sehen es oben, die Zeit ist jetzt abgelaufen, kein Tor. Es geht in die Verlängerung. Und da hat der Gast aus Krefeld die beste Chance. Auch das wieder kurz vor dem Ende. Marcel Müller alleine auf dem Weg zum Zusatzpunkt. Nein, Westlau zweimal zur Stelle, dreimal zur Stelle. Hält seine Mannschaft im Rennen. Müller mit dem Alleingang. Aber Westlau spielt seine ganze Klasse aus. Also muss das Penalty-Schießen entscheiden. Feser hatte für Krefeld getroffen. Müller kann jetzt alles klar machen und das macht er. Krefeld holt den Zusatzpunkt bei den Kölner Haien. Gewinnt mit 3:2 nach Penalty-Schießen. Ja, die Minute hätte man noch gerne überstanden mit der 2-1-Führung. Grundsätzlich tun wir uns gerade ein bisschen schwer, uns offensiv durchzusetzen. Wir haben jetzt kein Tor geschossen in Wolfsburg. Heute haben wir uns auch sehr schwer getan. Ja, ich glaube, wir haben nicht aufgesteckt heute. Wir waren alle bereit zum harten Match und ja, am Ende der glückliche Gewinner. Die Haie verpassen den Sprung auf Platz 6. Krefeld mit einem Lebenszeichen im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze.